mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Tag 2 Stunden in die Arbeit fahren, 2 Stunden Maske anhaben, Verspätungen, überfüllte Busse und Bahnen, Leute. Dieser Horror hat jetzt zum Glück ein Ende, denn ich zeige euch heute mein erstes eigenes Auto. Hey Leute und willkommen zur Vorstellung von meinem ersten eigenen Auto. Endlich ist es soweit. Es hat lange, lange gedauert, lange mich das Auto von meinem Vater gefahren. Heute ist es endlich soweit, ihr habt es ja gerade schon im Carporn gesehen. Klar, es ist kein besonderer Supersportwagen oder sonst was, aber es ist halt immerhin mein erstes Auto. Ich habe sogar extra, dass ich mir im Schnitt nachhinein Arbeit spare, habe ich die Kennzeichen sogar nochmal rausgetan. Und ich werde euch heute so ein bisschen einfach mein erstes eigenes Auto zeigen und würde sagen, wir fangen erstmal an im Motorraum. So Leute, das hier ist mein Motorraum. Das hier ist ein richtig geiler V8 Biturbo-Motor mit 510 PS. Nicht Spaß, Leute, schön wär's natürlich. Aber das hier ist ein 1,2 Liter 80 PS Benzinmotor. Ja, ihr habt richtig gehört, 80 PS. 100 PS weniger als mein Vater hat, aber ganz ehrlich, Leute, als erstes Auto reicht der Motor vollkommen aus. Es ist jetzt zwar kein Beschleunigungsmonster, das ist, glaube ich, bei 80 PS keine Frage. Er braucht halt auf der Landstraße leider auch ein bisschen, bis auf 100. Also es ist mit dem Auto schon madig, wenn man auf die Landstraße fährt und dann erstmal gleich von Audis überholt wird, weil das Auto so langsam beschleunigt. Aber ganz ehrlich, Leute, dieser Corsa bringt mich jeden Tag 60 Kilometer in die Arbeit, also 30 hin, 30 zurück. Er hat mich zweimal nach Fürth in die Berufsschule gebracht und also das sind halt nach Fürth von hier ungefähr knapp 170 Kilometer aus, deswegen hat er seinen Job gemacht. Und ihr werdet erstaunt sein, Leute, dieses Auto ist 15 Jahre alt, hat aber für 15 Jahre erst 78.000 Kilometer auf dem Buckel. Das ist, glaube ich, für 15 Jahre altes Auto ist es nichts. Also wirklich nichts, ich kenne das schon. Wir haben mal verglichen, die Autos, die kosten im Internet so zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Aber die haben halt teilweise schon irgendwie so 150.000 Kilometer auf dem Buckel. Den habe ich hier zum Glück zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, hat auch hier alles, was man braucht. Belichtung, alles ist super, alles funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt erstmal hinten weiter. So, dann würde ich sagen, Leute, kommen wir zum Kofferraum. Du kannst auch ruhig ein bisschen näher kommen, Sarah. Sarah ist übrigens heute hinter der Kamera. Hallo. Es ist nur Corsa, Leute. Das heißt, das Auto hat logischerweise keinen riesen Kofferraum. Also ich meine, hier ist gerade ein Handtuch drin. Meine Kennzeichen sind da unten. Ja, es ist halt kein riesen Kofferraum. Natürlich, wenn der Platz mal nicht ausreicht, kann man die Stühle hier noch hinterklappen, dann hast du noch ein bisschen mehr Platz. Aber, oder ich kann zum Beispiel hier unter dem kann ich auch noch ein bisschen was verstecken. Da ist dann auch unter anderem dieses Warndreieck und noch andere Sachen, die man braucht, Verbandskasten und sowas. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe es trotzdem geschafft, ein paar Sachen nach Fürth zu fahren. Der Koffer damals war dann voll und ich musste für den Koffer dieses Teil hier rausnehmen. Aber er hat es trotzdem geschafft. Nächstes Jahr will ich ja mit Dominik und mit diesem Auto nach Italien fahren. Also ich bin auch sehr gespannt, ob das mit dem Auto gut geht. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt davon. Und jetzt kommen wir zu einem Nachteil von dem Auto, was mich schon ein bisschen stört. Also die ganzen Macken, klar. Das Auto ist 15 Jahre alt, das ist voll normal, dass es Macken hat. Aber da gibt es eine Sache, die macht es zum Beispiel beim Einparken extrem schwer. Ihr seht es hier unten. Dieses Auto hat
nirgendwo hier hat es Einparkhilfe. Also gar keine Sensoren, weder hier noch hier. Vorne sowieso nicht, es hat keine Einparksensoren. Das heißt, besonders so in Parkgaragen brauche ich eigentlich immer noch einen zweiten Mann, der mir dann hinten steht und sagt, komm, geht noch. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil an dem Auto. Dann kommen wir zu den Reifen. Reifen sind ehrlich gesagt vollkommen im grünen Rahmen. Die haben noch ordentlich Profil. Die Felgen, die schauen auch richtig gut aus. Bis auf vorne. Vorne hat er ein paar Macken. Ja, Tank ist ja wie gesagt ein Benziner. Und Verbrauch, Leute, ganz ehrlich, bei dem Auto, ich verbrauche mit dem Auto teilweise weniger als wie mein Vater mit seinem Diesel. Mein Vater hat einen Diesel, ihr wisst, kennt ihr den Peugeot, der verbraucht so 100 Kilometer, je nachdem wie man fährt, gerade momentan so zwischen 6,5, 6,7 Liter. Und bei dem bin ich gerade bei dem Verbrauch auf 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Das finde ich, geht vollkommen klar. Ich habe in der Anmod gesagt, dass es nervig ist, dass ich froh bin, mit dem Bus nicht mehr in die Arbeit fahren zu müssen und sowas. Aber wenn ich mir mal angucke mit den Spritpreisen jetzt, wenn ich gucke, dass jetzt ein Liter Super schon über 2,20 Euro kostet, da kriege ich echt schon Sorgen. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, schauen wir uns am besten einfach mal den Innenraum an. So Leute, das hier ist mein Innenraum. Ganz normaler Opel Corsa Innenraum, kennt man ja bekanntlich. Gibt hier nichts, glaube ich, was ihr nicht schon kennt von dem Opel Corsa. Was soll ich sagen? Multifunktionslenkrad ist am Start, die kann man zwischen den Radios dann umstellen. Grad ist ja, aber wenn ich mal die Zündung anmache, ist ja immer Bluetooth Transmitter angeschlossen. Hört ihr ja. Aber ansonsten Tempomat, Scheibenwischer, hier kann ich umschalten zwischen AUX und Radio. AUX habe ich jetzt, seitdem ich Bluetooth habe, aber nicht mehr drin, weil ganz ehrlich, wenn man Bluetooth hat, warum soll man noch mit einem AUX-Kabel Musik hören? Und klar, die Soundanlage, die ist zwar auch nicht die beste, sag ich mal, also da haben die Autos von meiner Arbeit deutlich bessere, aber ich zeig's euch einfach mal ganz kurz. Also ich finde ganz ehrlich, Leute, für dieses Auto gehen die Soundboxen auf jeden Fall klar. Klimaanlage habe ich hier unten und ich muss echt sagen, im Sommer, wenn man will, man kann in dieses Auto wirklich eine... wenn man im Winter will, man kann in dieses Auto wirklich eine Antarktis rein. Und die Klimaanlage, die macht richtig kühl. Also man kommt hier ran und wirklich das Gefühl so, man ist jetzt so in so einem, in so einem Gefrierfach drin. Und wenn es im Winter natürlich richtig kalt ist, kann man das hier richtig hochdrehen und dann kann man hier sich wirklich eine Sauna reinmachen. Deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das einzigste, ja, Fünfganggetriebe, aber ich muss sagen, die Gänge lassen sich sehr einfach reinschalten. Es ist zwar nur ein Fünfganggetriebe und Drehzahl ist halt bei 5 Gang, wenn man bei 120 ist, ist halt die Drehzahl schon bei über 4000. Da wird halt der Motor ziemlich laut, deswegen willst du mit dem halt nicht schneller als 120 fahren. Laut Fahrzeugbuch fährt das Auto knapp 170. Ganz ehrlich, Leute, ich will es nicht ausprobieren. Weil ich glaube, man hat halt bei 4000 Umdrehungen halt schon so das Gefühl, dass einem der Motor gleich um die Ohren fliegt. Hier habe ich meine Handyhalterung. Für längere Strecken habe ich dann doch von meiner Oma damals so ein TomTom-Navi geschenkt bekommen, habe ich komplett geupdatet, funktioniert super. Also für längere Strecken halt, wo ich sage, so viel Datenvolumen habe ich jetzt nicht zur Auswahl. Und ansonsten, was ich vielleicht irgendwann noch mal machen will, wenn ich es mir auch leisten kann, dass ich dieses Mittelteil hier ausbaue und dann gegen so ein Display ersetze, wo ich dann auch so Android Auto, Bluetooth halt schon dann eingebaut in dieses Ding, wo ich das alles dann schon mit drin habe. Und ja, ansonsten glaube ich, gibt es zu dem Auto eigentlich nicht mehr groß was zu sagen, weil es ist halt ein stinknormaler Opel Corsa aus dem Jahrgang 2007 mit 78.000 Kilometer, 80 Benzin PS. Und ich sag mal so, die 80 Benzin PS, die merkt man vor allem, wie gesagt, auf der Landstraße und auf der Autobahn. Aber ich würde mal sagen, Leute, ich zeige euch dieses Auto mal ganz kurz beim Fahren. Sache, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, das Auto ist ja ein Dreitürer. Das heißt, man hat hier hinten keine Tür mehr, außer man steigt durch den Kofferraum ein, was ich aber nicht empfehlen würde.
Und ihr seht halt auch, die Türen, die sind halt echt. Ihr seht halt, die Türen, die sind halt auch ziemlich breit. Also halt bei eng, vor allem bei engen Parkplätzen halt, macht das dann schon zu schaffen, wenn man dann so im Auto ist, dann ganz langsam so aufmachen muss, weil jedes nächste Auto steht. Und besonders für größere Menschen, also ich bin jetzt nicht so groß, testen wir, wie es ist, wenn man im Auto nämlich hinten sitzt. Und nachdem es ja ein Dreitürer ist, muss man hier logischerweise die Stühle hier nach vorne und nach hinten schieben. Ich hocke mich jetzt einfach mal nach hinten, mach den Stuhl hier nach hinten. So, der Stuhl ist jetzt auf mich eingestellt, auf mich als Fahrer. Ich bin jetzt 1,73 Meter groß. Und ganz ehrlich, ich bin knapp über 1,70 und habe hier schon nicht mehr so viel Platz, also nach oben auch nicht mehr so viel. Oben stoße ich auch schon, ja, ich stoße es nicht an, aber halt fast sozusagen. Aber ansonsten, 8 Stunden willst du jetzt nicht drin sitzen, aber so für kürzere Fahrten geht das schon. Hier rechts ist zum Beispiel eingestellt auf 1,85, da war ein Kumpel von mir letztens gehockt. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich mich jetzt mal hier rüber sitze, mit 1,73, Leute, merke ich halt, es wird schon richtig eng. Also ich drücke hier schon mit meinen Knien in den Sitz quasi rein. Und also mit dem Auto, Leute, keine Frage, da willst du nicht zu viert drin hocken und in den Urlaub fahren. Aber so zu zweit geht das schon klar. Und wenn jetzt hier hinten auch in den Riesen hocken, geht das auch vollkommen in Ordnung. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Kommen wir zur Beschleunigung. Ich bin jetzt auf der Landstraße. Ich bin jetzt auf Vollgas und ihr seht, Beschleunigung geht jetzt eher so. Also wie gesagt, es sind halt nur 80 PS und ja, vor allem bergauf dauert es halt dann schon ziemlich lange, bis man dann auf 100 ist. Also ich meine, ich bin jetzt bei 80 Grad mal und aber ich, ganz ehrlich, Leute, das Auto hat ja 80 PS, da kann man, finde ich, jetzt auch nicht so viel erwarten. Und als Anfängerauto reicht es auch vollkommen aus, finde ich. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video über mein Auto gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt kein ultra krasses Auto, aber es ist halt immer noch mein erstes eigenes Auto, was ich mir zu 95% selber bezahlt habe. Und deswegen geht auch großes... Deswegen geht auch ein großes Dankeschön raus, zum ersten an Sarah, dass ich ihn heute so ausnutzen konnte als Kameramann. Ja, ja, ausnutzen. aber übrigens, ich habe die 5% bezahlt, ne? Die restlichen 5%, das war natürlich ich, ne? Ja, klar. Ja, ja. Ansonsten danke auch an meine Eltern, dass die Versicherungen zahlen und dass sie mich auch unterstützt haben beim Kauf, denn alleine könnte ich mir das Auto nie finanzieren. Und meine Großeltern genauso, die haben mir auch ein bisschen was dazugegeben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mir dank meiner Familie dieses Auto
auch leisten kann. Deswegen großes Dankeschön dafür. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.